Muss man ja sagen, die Soundkulisse ist schon nicht schlecht, ne? Ja, so angenehm leise. Also irgendwie hört sich das an wie Verkehrsautos. So, wir müssen natürlich auch mal Busse kaufen. Wir sollten nicht verbessern, Busse zu kaufen. Wie viele könnte man da holen? Für 5 reicht das nicht mehr. Ich bin zwar kein Mathe-Experte, aber für 5 reicht das nicht mehr. Wie viel kostet denn einer? 60.000, steht hier. Da steht, ich lese da 80.000, aber das ist so vermatscht. Das kann dann Skype. Wie viel hast du denn? 2.000 oder was ist das? 220.910. Dann reicht es noch für. Keine 4 mehr. 3. Kauf mal 3. 1, 2, 3. Siehst du? So. Weil 4 mal 6 sind 280. 1000. Lass die mathematischen Fähigkeiten lieber. 60 stecken. Mal 2 ist. Warte, 16 mal 2 ist. Doch, lass mal das. Doch, nee. Egal. 60 mal 2 ist so und so viel. Der Weihnachtsmann existiert nicht. Also Al-Qaida und so weiter und so fort. Verschwörung! Ja, wir können gerne mit Verschwörungstheorien anfangen. Wir können uns ja mal die Gebäude hier ansehen. Joe Wood, hier ist Joe Wood Werbung. Aber ich gebe dir eine Empfehlung, bau eine Linie zu der Arena da oben, weil da hast du eine Schule, ein Einkaufszentrum, einen Sportplatz und die Arena. Wenn du dann Linien hinbaust, dann fliegt dir der Preis um die Ohren. Wo zum Teufel ist hier eine Schule? Geh mal ein bisschen runter. Also da links, okay, geh nochmal hoch. Das in der Mitte müsste eine sein. Das ist ein Museum. Und das ist ein Kaufhaus. Okay, dann geh mal nach links. Achso, links. Das ist rechts. Und das graue müsste eine Eine Schule. Ja. Die benutzen auch alle PKW. Und einige Schüler nutzen sogar Linienbusse. Ich dachte, die sind zu faul zum Laufen. Habe ich jetzt eigentlich auch gedacht, weil, egal. Wir wollen natürlich auch mal was Gutes für die Gäste tun und natürlich auch mal teure Haltestellen drauf machen, damit die Attraktivität ein bisschen erhöht wird. Mit Sitzheizung. Ja, können wir auch machen. Geheiztes Wartehäuschen, das können die hier gut gebrauchen. Ich sehe wenig. Ich sehe den Kackgebäude wieder nichts. Boah, ich kenne die noch alle auswendig. Immer noch bessere Musik als White Titty. So. Wir sind ein seriöser Kanal, ein seriöser Satire-Kanal. Wir können gerne Bashing gegenüber anderen Leuten betreiben. Selbst wenn ich auf dem Klo sitze, klingt das besser als bei dir. So, Ja, die besten Furztöne auf CD. Moment mal, da steht aber Bushido drauf. Ja, es sind aber Furztöne. Das Geniale bei Verkehrsgehern ist ja auch, wenn du irgendwo eine Haltestelle hinpflanzt, wird die automatisch mit allen vorbeilaufenden Linien verknüpft. Das heißt, du musst nicht dann immer ins Linienmenü und dann hinzufügen und dann die Haltestelle hinzufügen, sondern Linie da. Das ist mir auch aufgefallen. Und hier 60 Leute, also hier stehen mehr Leute an der Haltestelle als da beim Open-Air-Konzert um die Ecke. Das ist das Open-Air-Konzert um die Ecke. Kommen Sie jetzt vorbei, zahlen Sie nichts und werden Sie voll abgezogen von unseren professionellen Taschendieben. Genau. Taschendiebe. Da ist ja jemand. So, das hier ist, glaube ich, ein Taschendieb. Der hat sogar eine ganze Kiste voller Taschendiebe. Getarnt in einen Kinderwagen. Ich habe eine ganze Tasche voller Taschendiebe hier. Das ist, ich habe die Taschendiebe geklaut. Taschendiebe klauen klingt merkwürdig. So, dann wollen wir natürlich auch mal die Kipu. Ja. Ja, wir misshandeln gerne unsere beiden Rechner. Also den müsst ihr nicht verstehen. Der ist so intern, also wirklich so intern. Der ist so intern, der geht richtig tief, ist richtig tief intern rein. Too deep. Nein. Irgendwie so, jetzt machen wir natürlich noch ein paar Linien. La Linea. Ich würde einfach mal sagen, eine Runde hier drumherum.
Ja, ich würde vor allem das Museum, die Schule und alles mitnehmen. Alles mitnehmen, was geht. Ich habe mir so vorgeschlagen, hier ein Kreis, hier nehmen wir noch ein paar Linien mit, damit die umsteigen können, die faulen Säcke, und dann wieder hier rum. Einfacher Kreis. The Circle of Life. Wer kennt das? It's the Circle of Life. Oh Gott. Das hat so merkwürdige... Ich weiß nicht, mein Headset hat gerade ein bisschen geklirrt. Kann das sein? Nee, das waren meine Stimmbänder, die gerade rausgesprungen sind, freiwillig. In mein Ohr rein. Over the Internet. That's the power of the Internet. The power of the Internet, ja. The power of... Das Tolle ist, meine Nase kitzelt jetzt und das heißt niesen. Das will ich jetzt nicht unbedingt produzieren. So, ach, jetzt ist das ja automatisch so verbunden, das habe ich ja fast vergessen. So, von denen können wir jetzt keine weiteren Busse erstmal kaufen, aber wir bauen eine neue Linie, natürlich. So viele Buslinien auf einmal. Ja, was machst du sonst so bei Wirtschaftssimulationen? Du brauchst die Tastatur ja überhaupt nicht. Das stimmt ja. Außer fürs Menü. So, jetzt brauchen wir natürlich wieder Linie. Am S. Ich hatte damals immer Probleme, ich wollte eine Buslinie eröffnen und ich hatte wirklich in jeder Straße Straßenbahnschienen. Und ich musste dann immer irgendwo am Arsch der Welt an einer freien Stelle erstellen und dann umbauen, damit er als Bus erkennt und nicht als Straßenbahn. Falsche Stellen. Was? Packenreiterstraße. Packenreiterstraße? Scheiß Name. Wohnen Sie an der Packenreiterstraße? Nein. So, Linie Nummer 3. Dreieiei. Und welche Busse können wir denn da jetzt kaufen? Ein neues Fahrzeug bekommen. Nö, hier kommt noch kein neues. Wir können auch einen Tram kaufen, aber ich weiß nicht wozu. Ich glaube, gleich kommt dieser gleich kommt erst dieser ganz, ganz kleine, das weiß ich noch. Wenn wir noch ein Stückchen warten, reicht es sogar für 3 Busse. 175, 177, komm schon, 180! 1, 2, 3, 3! 3! Hätte fast gereicht. So. Genau. Alter, die Menüs. Manchmal kommt man da so durcheinander. So, 1, 2, 3. Übersichtlich. Manchmal, na gut, das ist eigentlich noch relativ klein. Das ist für eine Wirtschaftssimulation sogar extrem übersichtlich. Nur, man muss echt wissen, wo die ganzen Dinger sind. Was für eine Auflösung benutzt du eigentlich? Das ist 800 mal 600. Kannst du nicht die höhere nehmen? Will ich jetzt nicht. Weil, bei Baum. Hättest du auch so Verfolgerding, dann kannst du so Fahrzeuge anklicken. Und dann hast du bis zu 3, unten rechts neben der Minimap, hast dann bis zu 3 Fenster, wo du Autos oder Fahrzeuge beobachten kannst. Ich beobachte euch. I'm watching you. Da höre ich das erste Mal, wie der Typ so richtig nah am Mikrofon klingt. Das ist gruselig. Ja. Oh, Gottes Willen. So. Ihr werdet es merken, wenn ich die Aufnahme danach leiser machen muss. Ein Bürogebäude. Doch, die steckt bei mir schön aus. Eine Veranstaltungshalle. Ja, was wird denn da so alles Schönes veranstaltet? Das sieht ein bisschen spottig aus da drin. Was? Pornografie? Da drin? Eine öffentliche Onanie. Gangbang. Was? Oder Weitspritzen? Meter-Sprit. Das schneller als Bolt. Wer kann es am schnellsten? Wer kann am weitesten spritzen danach? Ey, Kipo. Kupplung kommen lassen. Oh Gott, ey. Kipo, wie sieht's eigentlich aus bei dir? Ach, naja, gestern hatte ich ja mal so Autobahn. Bin zwar Autobahn gefahren, das lief super. Der Rest mittelmäßig. Naja. Das Schöne ist, auf der Autobahn musst du ja einmal in den 6. und dann hast du es. 6. Fahrschuhauto hat nicht mal einen 6. What the fuck? Was habt ihr denn für Fahrzeuge? Golf 6er.
Golf 6er, wir fahren A-Klasse, Bitch. Da hat mein Fahrlehrer aber gesagt, die sind doof. Die sind voll doof. Der ist auch scheiße. Der hat zum Beispiel bei der Handbremse musst du, wenn du eine Handbremse ziehst, wohin ziehst du die, um sie anzuziehen? Nach oben. Ja, genau. Die A-Klasse hat die Handbremse unterm Lenkrad und wenn du ziehst, löst du sie. Wenn du drückst, legst du sie an. Aber man muss ja bedenken, ich muss ja eine Handbremse haben, die auch in jedem konventionellen Kleinstwagen drin ist. Also ist das schon... Die haben da elektronische, da könnte ich so brechen. So, ich werde die ganze Zeit hier angeschrieben, weil gleich ist der Frankl-Stream. Der Frankl-Stream. Also ist halt, wenn man einen Experten einlädt, da muss man immer damit rechnen, dass er dann halt so Termine hat. Vor allem der Frankl schreibt wirklich zu den unglaublichsten Zeiten, schreibt er einen an. Bist du da? Junge, ich bin in der Schule. Bist du da? Ich habe gerade versucht zu schlafen. Du hättest auch schreiben können, bist du da? Nein, dort. Boah, don't feed the troll. Ich hab nochmal eins von diesen guten alten Lidl Skittles. Kennst du die noch? Lidl Skittles. Was soll das sein? Diese komischen Alien-Dinger, die man so auf dem Tisch machen kann und die dann so einen Saugnapf drunter haben. Das ist die ganze Zeit das Geräusch. Mhm. Nicht, dass sich die Leute nachher fragen, was ich hier mache. Wenn sie sich das fragen. Oh, guck mal, wie viele Leute da stehen, ey. Hättest so, jetzt wollen wir mal rauszoomen, wie viele... Boah, das ruckelt hier schon. Also da oben stehen schon mal mit 76 die meisten Leute, die sind doch einfach wahnsinnig. Ach, apropos. Was, Popo? Ah, contra. wir sollten erstmal noch in der Gegenrichtung... Wir sollten erstmal in der Gegenrichtung auch noch Haltestellen aufbauen. Was ist denn jetzt so lustig? Nix. Meine Witze sind eigentlich die billigsten überhaupt. Wie kann man über die lachen? Hallo? Ganz ruhig. Hier, warum? Hier geht's. Da geht's, hier nicht. Da geht's, da nicht, da geht's. Achso, das ist eine Parkplatzeinfahrt. Ach, na klar, da kann man ja keine Bushaltestelle einsetzen. Ich glaube, da ist ein Gehweg, deswegen. Geh weg. Das ist ein Gehweg. Oh Gott, der war wieder flach. Wir hätten ja auch hier vergessen, gern Multiplayer spielen können, ne? Aber Kipo ist ja, ne? Du guckst gefälligst zu. Lass mich das machen, lass mich das machen. Der Gebo, du, das wird doch schon richten. He's got the power. I got the power. I got the power. Was? Rembrandt? Hm. Welche Jahreszeit wird in diesem Lied beschrieben? Ist so kalt der Winter. Ägypten? Ägypten vor allen Dingen. Ich weiß nicht, ob du das kennst von Otto. Nö. Oh, den Sketch habe ich, glaube ich, noch nicht gehört. Rembrandt halt. So, jetzt haben wir sogar eine Linie Nummer 4. Wir machen hier so billige Linien und verdienen uns einen Arsch voll. Irgendwie machen wir was falsch. Das ist moralisch nicht in Ordnung. Ja, ganz einfach. So. Ganz einfach, wir haben nicht DB als Zeichen. Was? Ja, wir haben kein DB im Zeichen. Deutsche Bahn. Ach so. Hm. Na gut, das ist ja deutscher Bus. Können man auch machen. D-Bus. Deutsche Behinder... Satire. Satire. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht sogar für 5 Busse. Wahnsinn. Einer hätte wirklich behauptet, die Busse sähen wirklich europäisch aus. Meiner Meinung nach sehen die amerikanisch aus. Das sind amerikanische Busse. Guck dir das doch mal an. Da kriegst du in Deutschland doch niemals durch, so was Hässliches. Der ist auch nicht. Der ist deutsch. Auf jeden Fall. Wie viel passen da rein? 10 Leute? Das ist aber schon viel.
Obwohl, du hast nicht wirklich Unrecht. Das sieht wirklich aus wie so ein deutscher Bus. Nur, man muss bedenken, die sehen von außen... man muss wirklich bedenken, so sieht ein deutscher Bus wirklich aus. Der sieht eigentlich von außen richtig groß aus, aber dann merkst du erstmal innen, da haben aber zu wenig Leute Platz.